gut. Was haben wir denn noch an... Haben wir da noch irgendwas drin? Kontaktmine? Na! Da ist auch nochmal Big Daddy. Hey, mein Freund. Hallo. Ich glaube, der ist festgebackt. Das kommt uns zugute. Nee, warte mal. Nein! Oh! Das ging schnell. Und wir kriegen noch mal eine Little Sister. Wie geil. Das kam uns jetzt zugute, dass wir den Bug benutzt haben. Na gut, warum nicht? Ich habe schreckliche Dinge gesehen und noch schlimmere Dinge selbst vollbracht. Danke. Du hast mich daran erinnert, dass noch nicht alles Licht auf der Welt erloschen ist. Ich schicke dir eine kleine... Okay, sie hat mir wieder... Natürlich. Sie hat mir wieder... Huch. Sie hat mir wieder irgendwas gesendet. Die Frage ist nur, wo... Oh, noch ein Tonband. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er, so wie die Nutten im Eve's Apple Penicillin fressen. Atlas Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Ah, das Gel. Das eins von zwei Gel, das ist unten. Das hab ich doch schon gesehen. Das war doch in diesem Raum, wo das alles so verkabelt war. Aber natürlich. Das Kontaktgel, das hat man doch, glaube ich, schon gesehen gehabt, ne? Ich meine ja. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Das war doch... Wo waren das nochmal? Ich glaube, wir hatten das hier in dem Werkstattbereich, glaube ich, gehabt. Da, glaube ich, in dem Raum war das. Ich schaue nochmal eben. Liegt das hier nicht rum? Warte mal. Da liegt doch... Ist das... Nee, das ist das nicht, oder? Nee, Stickstoffgranate. Aua, ja, toll. Okay, da war das... Ich höre schon wieder Big Daddy. Und wir haben nicht mehr so viel Verbandskästen und auch nicht mehr so viel Munition. Oh nein. Und er kommt genau hier lang. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Wow, lass das. 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 Alter, lalalalalala. Jetzt die Benny Hill Musik dabei. Jawohl, wir haben sie. So, und jetzt müssen wir noch dieses Gel finden. Okay, wir haben die Teile schon mal alle zusammen. Ach nee, neues Ziel. Wir können die Bombe bauen. Ach, ernsthaft? Ich dachte, wir müssen jetzt echt noch dieses dämliche Gel da sammeln. Was ist denn hier? Hier waren wir auch noch nicht, ne? Der Bogen ist echt geil. Hätte ich nicht gedacht, dass die Armbrust hier so mega stark ist gegen die Big Daddies. Da liegt einfach mal Geld unter Wasser. Ist Unterwassergeld. Aber mich wundert es ein bisschen, dass trotzdem hier, obwohl das ja hier so eine eigene Stadt ist und tralala, dass sie trotzdem Dollar haben als Währung. Vielleicht irgendwie so Rapture-Geld hätte ich mir vorstellen können, dass es irgendwie hieß oder keine Ahnung. Oder, weiß nicht, Octopus-Moneten. Ja, ja, wir benötigen Objekte. Ja, 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 ich hab's gewusst. Also das dämliche Gel müssen wir da noch finden. Ich glaube, das hatte ich in dem großen Raum, hatte ich das gesehen gehabt noch.
in dem Anfangsbereich, wo wir waren. Ich meine, da wo wir, glaube ich, auch schon die eine Ampulle davon gefunden hatten. Oh, Dolarus. Dolarus, Dolarus, Dolarus. So. Da gucken wir doch mal. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Ja, ja, ich meine, hier wäre das irgendwo noch gewesen. Weil war, glaube ich, noch irgendein Bereich, wo wir noch nicht waren. Ich glaube, ganz unten. Ach, guck mal da. Aha, 2 von 2, so. Das müsste alles sein, oder? Wir können echt mal so ein paar Verbandskästen gut gebrauchen jetzt gerade. Da wäre ich ganz froh drüber. Hier ist da irgendwo der... Genau, hier. Boah, wie teuer das immer ist hier, ne? Aber egal. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das schon ausreicht oder ob wir immer noch ein paar Utensilien finden müssen. Das ist schon ewig und 3 Tage her, wo ich Bioshock gespielt hatte. Und ich weiß es alles gar nicht mehr. Ich kriege das alles gar nicht mehr zusammen. Also zumindest, wie gesagt, den ersten Teil habe ich durchgespielt, den zweiten nur angespielt und den dritten ja noch nie. Also ich freue mich sehr auf den dritten. Aha. Was muss ich jetzt noch holen? Der Pfeilzeig leitet uns irgendwo hin. Ich weiß noch nicht, wo wir jetzt hinkommen. Ich bin sehr gespannt. So. Hier lang müssen wir jetzt. Natürlich. Wir brauchen bestimmt hier das Nitroglycerin, oder? Das brauchen wir bestimmt. Die Frage ist, wie kommen wir da dran? Gibt es hier einen Schalter irgendwo vielleicht, den ich übersehen habe? Aha. Ich hab's gewusst. Was war das denn? Ernsthaft? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Der war doch gerade da. Der war doch noch gerade nicht da. So. Hasta la vista, Baby. Der war doch gerade nicht da. Den hat doch einer dahingestellt. Das ist doch ein Hohn. Das ist doch echt ein Hohn. Das ist doch ein Hohn. Durchschaubar hältst du mich also. Ja, natürlich. Komm zurück! Okay. Ich glaube, jetzt haben wir, glaube ich, alles für die Bombe. So. Ich sollte echt mal... Ich verwende... Hallo? Ducken? Ich verwende das mit den Echo-Bolts und so alles und mit den... Eve-Klamotten viel zu wenig. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich will ja, sieht hoffen. Aus. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten Oberschlauchgelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Wo ist hier... Okay, die ist irgendwo hingeflogen, die Leiche. Ich weiß nicht. Oh, wo geht's denn hier hin? Oh, warte mal. Hä? Komm ich hier nicht lang? Wieso komme ich denn. Hä? Hier geht's, der muss doch reingehen. Ich will da rein! Das ist bestimmt, wo es zu diesem Bonusbereich geht, aber wie komme ich denn. Natürlich. Okay, da komme ich. Okay, da. Da komme ich nicht rein. Das wundert mich aber jetzt. Verzeih mir, Vater. Ich werde dir gehorchen.
Okay, hier geht's auch nicht. Ich dachte vielleicht, da kann man da irgendwie nach oben springen. Nun gut, dann... Dann... Hat sich das auch erledigt. Okay, jetzt müssen wir die Bombe platzieren. Wie komme ich denn da rein? Da unten ist ein Eingang, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Das heißt, irgendwo hier muss ein... Hier! Ach, guck mal einer an. Wie gut getarnt das war. Ich habe herausgefunden, was die Röhren blockiert hat. Und du errätst nie, wo ich gelandet bin. Auf dem verdammten Farmers Market am anderen Ende von Rapture. What? Ich habe alles repariert und neue Dichtungen installiert. War eine ganz schöne Sauerei. Naja, egal. Der Code ist 0512. Für den Fall, dass du da mal rein musst, um was zu reparieren. Aha. Da hätten wir also den Code für diese Tür da hinten bekommen. Na gut, da haben wir sie gehackt. Die Tür ist ja... Ist ja nicht so schlimm. Ja, ja. Erzähl du mal. So. Warum habe ich nur so das Gefühl, dass es mit der Bombe nicht so gut klappt? Dass wir da ernsthafte Probleme kriegen werden. Okay. Sieht so aus, als ob der Ozean sich diesen Teil von Rapture zurückholen will. Es ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Mhm. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. Okay. Oh Gott. Nein, ich habe keine Muni mehr. Ernsthaft? Oh. Und da hinten steht noch so ein Dingen. Ich bin sicher, den Typ ist da, aber wenn ich die Pläne hier richtig verstehe, kann man die Fließrichtung des Magmas mit dem Umleitungsventil ändern. Dadurch verdampft das Wasser ziemlich schnell und du kannst zum Kern vordringen. Aber Ryan bekommt das bestimmt mit. Vielleicht solltest du einen Sicherheitsbereich absperren, für alle Fälle. Das ist eine gute Idee. Leite den Magmafluss um. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Diese Kreaturen dich umbringen? Das kann ich mal nicht dir sagen. Oh. Während du dich immer näher an den Abgrund treibst, nimmst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen Tod bieten, den Parasit. Er dürfte dir lieber sein, als das, was du nicht besiegen solltest. Alter. Das gibt's doch nicht. Na, dreh mal weiter das Ventil. Da werden wir jetzt ein bisschen Späßchen haben. Okay, ich weiß. Ich schicke dir Furunkeln. Ist ja ekelig. Okay, Hälfte haben wir. Ach nee, das... Oh, oh Gott. Sie sind alle tot? Hoffentlich. Weiter ja. Jetzt zum Kern. So, weiter geht's zum Kern. Ich schau mal eben wegen Munition. Okay, das sieht nicht gut aus. Wir haben so viel, haben wir nicht mehr. Okay, wenn wir... Huch! Achso, hier bin ich unter Wasser. Oder nicht unter Wasser, sondern stehe im Wasser. Ich dachte schon, wo sind wir denn jetzt? So, gucken wir mal. So weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du findest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf, das Gefühl.
Gefühl heißt Nostalgie. Toll. Nostalgie. So, neue Technik, Tony, kommen. Schotten Alarm 2. Mache häufige Sicherheitsalarme dich taub. Reduziere die Schmerzen mit verbesserten Schotten Alarm 2. Ich lagere das, glaube ich, mal ein. Weil so viel mit Alarms werden wir, glaube ich, nicht mehr bekommen. Der Hauptkern. Was hat dir Atlas angeboten? Ein Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer. Dann wollen wir mal. Oh Gott. Ernsthaft? Jetzt muss er da langlaufen. Jetzt? Ernsthaft? Alter, hör. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Oh Gott, jetzt sind wir im Stress. Jetzt sind wir im Stress. Jetzt sollten wir uns echt beeilen. Denn sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Obwohl meine körperlichen Kräfte schwinden, wirst du mich nicht besiegen. Doch, werde ich. Oh Gott, was ist denn hier los, Alter? Was ist? Alter. Ernsthaft? Oh Gott. Ich werde so sterben. Oh Gott, oh Gott. Ich bin gerade ein bisschen im Stress. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss mal gucken, wo ich das hin habe. Oh Gott, ich will auch nicht sterben. Oh. Oh, die Tür ist offen. Hallo Schwalbe. Willkommen zum Live-Let's Play. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bevor es Adam gab, konnte man Kinder nicht so abrichten wie eine Boa Constrictor? Habe ich das gerade richtig gelesen? Boah, was ein Stress gerade. Puh. Und so viel Munition haben wir auch nicht mehr. Fast, wir haben fast gar nichts mehr an Munition. Ich frage mich, wie ich... Oh Gott. Oh Gott, ich weiß, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und ich bin mir gar nicht so sicher, was ich nehmen soll. Ich habe nämlich nichts. Ich habe gar nichts, habe ich. Hey, wenigstens Schrotflintenmunition etwas. Naja, zwei Kugeln. Wow. Auch in einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon. Alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit! Jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Ja, ich bin dabei. Großes Finale hier bei Bioshock. Sieht zumindest danach jetzt gerade aus. Ich glaube, das war das... Ja, das war das Finale. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Souchon, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Okay. Ist das dein Baby? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Souchon. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte! Brich dem Welpen das Genick. Wer ist das? Alter. So nein! Souchon. Nein! Sehr schön. Oh! So, Finale. Finale. Oh, Finale. Achso, warte mal, das kann ich ja mit Telekinese machen, ne? War das nicht so? Oder auch nicht. Ich komme hier so nicht rein, okay. Ich dachte. Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Das Flugzeug? Der Absturz? Und dann dieser Ort hier? Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt? Oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Halt. Wärst du so freundlich, stehen zu bleiben? Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich, 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 endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Der Freie hat die Wahl! Schnapp dir Ryan's Genick!
magnetischen Schlüssel. Wärst du so freundlich, ihn verdammt nochmal in die Maschine zu stecken? Aber ja, ich, ja. Das war also der Kampf gegen Ryan. Und, Wahnsinn. Nein, ich will den Film nicht abspielen. Ich habe nichts gemacht, also das Spiel hat es alleine gemacht mit dem Golfschläger. Ja. Wahnsinn. Dieser verdammte Fontaine, Alter. Okay, jetzt müssen wir raus. Definitiv. Yo, bin unterwegs. Duck dich doch, Alter. Uah, Alter. Industries. Dieser verdammte Fontaine, Alter. Verdammt, Olympus Hikes. Und ich dachte, wir hätten's jetzt. Und ich dachte, wir haben's.